die Aussprache. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9. Beratung des Antrags der Fraktionen der CDU-CSU mit dem Titel Planungs- und Genehmigungsverfahren weiter beschleunigen für Wohlstand, Versorgungssicherheit und ökologischen Mehrwert. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich bitte, Platz zu nehmen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Steffen Wilger für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Deutschland muss schneller werden. Die sich stellenden Herausforderungen sind enorm. Der nachhaltige Umbau hin zur Klimaneutralität, die Digitalisierung, die Sorge um die Leistungskraft unserer Volkswirtschaft und der Erhalt der Versorgungssicherheit. Wir brauchen umfassende Investitionen, und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt, meine Damen und Herren. Ich finde, es steht uns als Union gut an, diesen Antrag hier zur Debatte zu bringen. Wir erkennen an, dass sich in der Koalition etwas tut bei der Planungsbeschleunigung, aber eben immer noch zu wenig. Daher legen wir weitergehende Vorschläge auf den Tisch. Und es steht uns auch gut an, diesen Antrag einzubringen mit Blick auf unsere zurückliegende Regierungsverantwortung. Da haben wir einiges erreicht, aber die Widerstände gerade des SPD-geführten Bundesumweltministeriums bei allem, was Planung beschleunigt, sind mir noch in leidvoller Erinnerung. Ich will nur mal Beispiele nennen, sei es die Modernisierung des Bau- und Emissionsschutzrechts für den Umbau der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung hin zu mehr Tierwohl oder die für die Erreichung der Klimaziele im Verkehr dringend zu beschleunigende Elektrifizierung der Schiene, auch auf langen Strecken. All das war mit der SPD nicht möglich. Und auch von den Grünen gab es immer wieder Kritik und Ablehnung, wenn ich beispielsweise an das Maßnahmengesetz zur Legalplanung wichtiger Infrastrukturprojekte denke. Aber nun bestehen neue Herausforderungen und damit auch neue Chancen. Das Thema Planungsbeschleunigung geht alle demokratischen Kräfte an. Nur wenn Bund, Länder und Kommunen an einem Strang ziehen, kommen wir wirklich voran. Aber der entscheidende Impuls muss vom Bund und von der Bundesregierung ausgehen. Und was macht die Ampel? Die Ampel vertut unnötig Zeit mit dem Streit darüber, was gute und damit zu beschleunigende Infrastruktur und was weniger gute Infrastruktur ist. Und das, meine Damen und Herren, ist für mich absolut unverständlich. Wer es mit der Transformation unserer Industrie ernst meint, der muss umfassende Investitionen in Industrieanlagen rasch ermöglichen, zum Beispiel bei der Wasserstoffwirtschaft. Moderne Verkehrswege, und zwar egal ob Schiene, Wasserstraße oder Straße, sind die Lebensadern vitaler Wirtschaftsstandorte. Ohne sie leidet auch die soziale Teilhabe in Stadt und Land. Und wir müssen auch auf vermehrte Starkregenereignisse, Hochwasser- oder Dürreperioden reagieren. Zügige Verbesserungen beim Hochwasserschutz, beim Deichbau oder im Bereich der Wassernetze sind zwingend. Die Bundesregierung handelt bislang nur auf eng begrenzten Feldern. In den genannten und in etlichen anderen Bereichen braucht Deutschland aber ebenfalls einen Beschleunigungsturbo, meine Damen und Herren. Unser Antrag ist auch ein Angebot des konstruktiven Miteinanders. Lassen Sie uns gemeinsam dort einen Gang oder auch zwei Gänge zuschalten, wo es Sinn macht. Im bundesstaatlichen Gefüge mit starken Kommunen geht es nur im Konsens. Deshalb bin ich auch gespannt auf die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz zur Planungsbeschleunigung. Ich will auch ganz klar sagen, unsere Erwartung an die Ministerpräsidenten ist, das muss ein großer Wurf werden. Die zentrale Frage lautet, wo können wir bei einzelnen Anforderungen und Auflagen ein Stück weit zurückfahren, weil das in einer Gesamtbetrachtung Sinn macht. Beim Ausgleich zwischen Investitionen für den Klimaschutz sowie dem Arten- und Naturschutz sind zum Beispiel schlankere Verfahren dort geboten, wo die positiven ökologischen Gesamtauswirkungen eines Vorhabens dies rechtfertigen. Und auch beim anderen Thema ist die Bundesregierung gefordert. Oft ist es ja so, wenn die Dinge nach dem gesunden Menschenverstand eigentlich klar erscheinen, dann werden gern europäisches Recht oder Völkerrecht bemüht. Sei es bei den Vorgaben zur Umweltverträglichkeitsprüfung, bei der Verbandsklage oder beim Umweltrechtsbehelfsgesetz. Das aber ist nicht mein Anspruch an Politik.
Ich erwarte von einer Bundesregierung, dass sie sich auf europäischer und auf internationaler Ebene mutig und engagiert für Anpassungen am Rechtsrahmen einsetzt, wenn diese geboten sind. Und in meinen Augen sind diese zwingend geboten. Der europäische Green Deal verändert die Geschäftsgrundlage fundamental. Die Mitgliedstaaten sollen ihre Wirtschaft, ihre Infrastruktur im Rekordtempo modernisieren und dekarbonisieren. Da muss auch die EU größtes Interesse an einer Verschlankung der Wege und Verkürzung der Verfahren haben. Also, es gibt viel zu tun. Untätigkeit seitens der Bundesregierung wäre nicht nur politisch unverständlich, sondern würde der nachhaltigen Entwicklung Deutschlands schaden. Mit unserem Antrag liegen konkrete Vorschläge auf dem Tisch. Ich bitte Sie alle um Unterstützung für unsere Forderungen für eine gute Zukunft unseres Landes. Das Wort hat der Kollege Carsten Träger für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen, lieber Herr Bilger, vielen Dank für den Antrag, vielen Dank für die mahnenden Worte. Eines, der es wissen muss, Sie waren ja immerhin lange Jahre parlamentarischer Staatssekretär im Verkehrsministerium, da haben Sie ja ganz, ganz viel im Bereich Planungsbeschleunigung erreicht. Und Sie haben ja auch erwähnt, woran es nach Ihrer Sicht gelegen hat, da muss jetzt mal die Europäische Union was machen. Also vielen Dank für den Antrag, vielen Dank, dass wir dieses Thema auf der Tagesordnung haben. Und ich kann Ihnen versichern, zu Ihrer Beruhigung, wir sind da dran an dem Thema. Und es steht nämlich auch schon im Koalitionsvertrag, und zwar an prominenter Stelle. Von daher immer gerne Ihre konstruktive Mitarbeit, kennen wir ja aus vielen Bereichen. Und aber wir sind da offen, bringen Sie Ihre Vorschläge gerne ein. Immerhin steht in dem Antrag ja einiges drin. Diese Koalition arbeitet mit Hochdruck daran. Und wir haben, als das wollten Sie ja auch wissen, eines der zentralen Themen ist natürlich der beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir haben gerade eine lange Debatte dazu verfolgt. Da ging es dann darum, dass wir unabhängig werden müssen von russischem Gas, von russischen Energieimporten. Und ich sage aber dazu, wir haben es auf die Tagesordnung gesetzt, weil wir bei der Bekämpfung des Klimawandels schneller werden wollen, viel schneller, als wir es in der Vergangenheit mit Ihnen gemeinsam geschafft haben. 16 Jahre, Herr Spahn, 16 Jahre waren Sie in Verantwortung. Alles die SPD-Schuld, ist schon klar. Diese Fortschrittskoalition hat in 6 Monaten mehr geschafft als Sie in 16 Jahren. Vielleicht erinnern Sie sich noch an einen Energie- und Wirtschaftsminister, der hieß Peter Altmaier. Der durfte ja nicht mal eine Kalkulation des Energiebedarfs vorlegen, weil die Unionsfraktion ihm das verboten hat. Erst am Ende der Legislaturperiode, als er sozusagen nicht mehr da an diese Fesseln gebunden war, da hat er dann eine Berechnung vorgelegt. Das war zugegeben etwas spät und es war auch noch viel zu niedrig. Also, wir dagegen handeln. Wir handeln extrem schnell. Vielleicht ist ein gutes Beispiel dafür das LNG-Gesetz, das wir heute Abend in zweiter, dritter Lesung beschließen werden. Wir werden der Verantwortung gerecht, dass wir aufgrund der Zeitenwende schnell reagieren müssen. Wir schaffen die Möglichkeiten, dass noch in diesem Winter schwimmende LNG-Terminals ihre Arbeit aufnehmen können und dass wir damit einen entscheidenden Beitrag zu dieser Energieunabhängigkeit leisten werden. Und ich möchte das Beispiel auch noch an zweiter Stelle nennen, weil es nämlich auch aufzeigt, dass wir eben nicht die Dauerkrisen dieses Planeten dabei aus dem Blick verlieren. Es gibt die Artenkrise und es gibt den Klimawandel, und die müssen wir natürlich bekämpfen. Und deswegen ist es eine gute und richtige Entscheidung, dass wir einerseits die schwimmenden Terminals jetzt sehr, sehr schnell ins Werk setzen, auch unter Aussetzung von Umwelt- und anderen Fachrechten, aber andererseits bei den Projekten, die sowieso längere Baumaßnahmen sind, die also mehrere Monate und Jahre brauchen werden, dass wir dort eben das Fachrecht nicht schleifen und auch nicht aussetzen, sondern nur beschleunigen an den nötigen Stellen. Deswegen ist das, finde ich, ein kluges und gutes und angemessenes Vorgehen in diesen Zeiten, in denen wir sind. Sie hingegen
haben in Ihrem Antrag drin, Sie setzen auf Ausnahmen, Sie setzen auf Einschränkungen und Verschlechterungen beim Natur- und Artenschutz. Bei der Eingriffsregelung wollen Sie eine Umgestaltung des naturschutzfachlichen Vermeidungsgebots und Sie wollen den Verzicht, höre, auf den naturschutzrechtlichen Ausgleich. Damit schleifen Sie zentrale Elemente des Arten- und Naturschutzes. Das ist Ihre eindimensionale Antwort auf das Thema Planungs- und Verfahrensbeschleunigung. Das ist nicht unser Weg, und den gehen wir nicht mit. Ich komme zum Schluss. Wir wollen schneller werden, und Sie werden sehen, bereits in der zweiten Jahreshälfte werden wir die nötigen Gesetze und Verfahrensbeschleunigungen verabschieden, weil nämlich hinter den Kulissen schon eifrig gearbeitet wird. Deswegen herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Wir setzen auf kürzere Verfahren, wir setzen auf Digitalisierung, wir setzen auf mehr Personal, wir setzen auf Standardisierung und Beschleunigung, aber nicht auf das Schleifen von materiellen Fach- und Umweltrecht. Vielen Dank. Ein kleiner Hinweis für die nachfolgenden Rednerinnen und Redner. Die Ankündigung des Abschlusses der Rede ersetzt nicht den Schlusspunkt. Und Sie reden dann auf Kosten der nachfolgenden Rednerinnen und Redner Ihrer Fraktion. Das Wort hat der Abgeordnete Andreas Bleck für die AfD-Fraktion. Werte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, in bunten Bildern wenig Klarheit, viel Irrtum und ein Fünkchen Wahrheit. So wird der beste Trank gebraut, der alle Welt erquickt und auferbaut. Nach diesem Rezept aus Goethes Faust haben CDU und CSU ihren Antrag geschrieben. Neben dem Fünkchen Wahrheit, Stichwort Digitalisierung der Verwaltung, beinhaltet er viel Irrtum, Stichwort Artenschutz. Im Spannungsfeld zwischen Klimaschutz auf der einen Seite und Artenschutz auf der anderen Seite positionieren sich CDU und CSU völlig einseitig. So fordern sie, ähnlich wie SPD, Grüne und FDP, den Schutz von Populationen bei Planungs- und Genehmigungsverfahren. Das hört sich zwar gut an, ist aber schlecht. Denn beim Populationsschutz ist nicht der bessere Artenschutz, sondern der schnellere Ausbau der sogenannten erneuerbaren Energien Motor des Gedankens. Nicht mehr der einzelne Rotmilan soll geschützt werden, sondern nur noch seine Population. Doch der Europäische Gerichtshof hat in seinem Urteil vom 4. März 2021 den Individuenschutz gestärkt. Für den Ausbau von Windkraftanlagen bleibt es also bei einer individuenbezogenen Betrachtung auf der Ebene des Verbottatbestands. Wer eine populationsbezogene Betrachtung möchte, verstößt gegen europäisches Recht. Auch deshalb sagen wir Rotmilan statt Windkraftfahren. Darüber hinaus behaupten CDU und CSU, der klimaschutzpolitische Nutzen von Photovoltaikanlagen auf Freiflächen überwiege grundsätzlich dem naturschutzpolitischen Schaden. Doch das ist falsch. Richtig ist, unter bestimmten Bedingungen kann der Ausbau von Photovoltaikanlagen naturschutzverträglich gestaltet werden. Doch das ist jedoch die Ausnahme und nicht die Regel. Aus diesem Grund sollten für den Ausbau von Photovoltaikanlagen Dachflächen und nicht Freiflächen genutzt werden. Dass Sie zudem einen Verzicht auf den naturschutzrechtlichen Ausgleich für Energieinfrastruktur fordern, setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Sie etikettieren das als modernisierter Natur- und Artenschutz. Wir nennen das kastrierter Natur- und Artenschutz. Des Weiteren möchten CDU und CSU das Verbandsklagerecht nicht nur auf Umweltbelange beschränken, sondern auch ausschließlich bei einer nicht ordnungsgemäßen Beteiligung der Verbände im Planungsverfahren ermöglichen. Klageberechtigt sollen nur Verbände sein, die anerkannt sind. Höre, höre. Welche Verbände das wohl sein können, können wir uns alle vorstellen. Das etikettieren Sie in Ihrem Antrag als effizientere Bürgerbeteiligung. Wir nennen das inszenierte Bürgerbeteiligung. Werte Kolleginnen und Kollegen von CDU und CSU, dem Titel Ihres Antrags nach möchten Sie einen beschleunigten Planungs- und Genehmigungsverfahren für mehr Wohlstand, Versorgungssicherheit und ökologischen Mehrwert. Doch diese Ziele werden Sie mit den sogenannten erneuerbaren Energien nicht erreichen. Wir haben bereits den höchsten Strompreis der Welt.
Wir haben bereits steigende Zahlen von Noteingriffen in das Stromnetz. Und wir haben bereits einen unter Druck geratenen Artenschutz. Ihr Antrag wird das alles noch verschlimmern. Und obwohl ich weiß, dass einige Abgeordnete Ihrer Fraktion es besser wissen, erwähnen Sie eine Lösung für die teilweise von Ihnen mitverschuldeten Probleme nicht, die Kernenergie. Gemeinsam mit der Kohleverstromung legte die Kernenergie einst den Grundstein für den Wohlstand unseres Landes und unserer Bürger. Der Strompreis war niedrig, das Stromnetz stabil. Und im Unterschied zu Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen und Kohlekraftwerken liefern Kernkraftwerke CO2-freien und grundlastfähigen Strom. Werte Kolleginnen und Kollegen, seit der 20. Wahlperiode im Deutschen Bundestag ist der Umweltausschuss auch für den Verbraucherschutz zuständig. Den Antrag von CDU und CSU könnten wir im Umweltausschuss auch unter verbraucherschutzpolitischen Gesichtspunkten mitberaten, denn es besteht hier offensichtlich ein Verdacht auf Etikettenschwindel und Mogelpackung. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Christina Johanne Schröder für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe Ihren Antrag, liebe CDU- und CSU-Fraktion, gelesen und dachte, wow, die Union hatte einen echten Erkenntnisprozess. Sie fordert den nachhaltigen Umbau der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität, den schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien und wollen damit die Versorgungssicherheit in Deutschland sichern. Sie wollen einen besseren Schutz vor Starkregen, Hochwasser und Dürre, also die Folgen des Klimawandels, abmildern. Sie, die Union, wünschen sich Straßen, die nicht von Schlaglöchern übersät sind, Brücken, die man nicht sperren muss, weil sie unter der Last des Verkehrs zusammenbrechen. Und damit es weniger Verkehr gibt, soll noch ÖPNV und Schieneninfrastruktur ausgebaut werden. Dabei denken Sie nicht nur an diejenigen, die von A nach B kommen müssen, sondern an jene, die unter Lärm und Abgasen leiden. Wir befinden uns inmitten einer großen Wohnungs- und Mietpreiskrise. Auch die wollen Sie lösen durch mehr bezahlbaren Geschosswohnungsbau. Nicht zuletzt fordern Sie in diesem Antrag, die landwirtschaftliche Nutztierhaltung umzubauen, damit Tiere nicht leiden, sondern sich entsprechend ihrer Bedürfnisse mit Platz, Licht und Luft bewegen können. Liebe Kolleginnen der Union, das finden wir auch. Ich habe mich nicht gefragt, warum Sie in den letzten 16 Jahren diese Ziele nicht umgesetzt haben. Ich war vielmehr sehr daran interessiert. Ich habe mich sehr dafür interessiert, was Sie vorschlagen, und muss feststellen, dass wir das ganz gut mit der SPD umsetzen. Ihre Lösungen sind halt beim Alten geblieben. Ihre zentrale Lösung, um Planung in der Bundesrepublik zu beschleunigen, sind weiterhin die Beschneidung von Beteiligungsrechten. Bürgerinnen und Umweltverbände werden weiterhin als Planungsbremserinnen abgewertet. Neu ist, dass die Beschneidung der Beteiligungsrechte mit ein bisschen Digitalisierung garniert wird. Herr Bilger, Sie haben das Maßnahmengesetz Vorbereitungsgesetz erwähnt. Das hat nun ein Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen die Bundesrepublik ausgelöst. Dass dieses Gesetz gegen die Aarhus-Konvention verstößt, war schon während des Gesetzgebungsprozesses so gut wie klar. Und das ist auch ein Versuch, um Maßnahmen durchzudrücken, wie die Weservertiefung, gegen die parteiübergreifend alle Parteien vor Ort sind und ein normales Planfeststellungsverfahren nicht überleben würden. Wichtige Maßnahmen hingegen, die wir dringend brauchen, werden dadurch gestoppt. Verehrte Kollegin, so wird das nichts. Durch die Ampelregierung wurde der Pakt für Planungs- und Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung bereits gestartet. Die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsprozessen, das ist Chefsache bei uns. Das Kanzleramt durchforstet mit den Staatssekretären bestehende Gesetze, plant Verschlankungen und analysiert sachgerecht die Ursachen für zu lange Genehmigungsprozesse. Es ist beinahe nicht zu glauben, dass praktisch alle Gesetze zur Entbürokratisierung und zur Planungsbeschleunigung nicht sachgerecht evaluiert wurden. Und da kommen wir zu wesentlichen Fragen dieser Debatte. Warum verzögern sich Planungen in Deutschland?
Das ist wichtig. Es liegt nicht an der demokratischen Legitimation, an Bürgerinnen- und Beteiligungsrechten. Dieser Mythos, der gehört in den verstaubten Aktenschrank. Dass schnelle Planung in Deutschland mit einer effektiv arbeitenden Regierung möglich ist, zeigen Gesetze, die wir aktuell beraten, zum Ausbau der erneuerbaren Energien und auch zu den LNG-Terminals, um Menschen im kommenden Winter eine warme Wohnung zu bieten und der Industrie die notwendige Prozesswärme. Wir werden die dialogische Kompetenz für Beteiligungsverfahren stärken und die eigenen Beratungskapazitäten den Ländern und Kommunen zur Verfügung stehen. Frühzeitige Verfahrenskompetenzen zwischen Vorhabenträgerinnen, Anhörungs- und Genehmigungsbehörden werden grundsätzlich etabliert, um gerichtliche Auseinandersetzungen zu minimieren. Behörden werden endlich mit der notwendigen Technik ausgestattet, damit Daten zur Kartierung und zum Artenschutz flächenübergreifend und lange nutzbar sind und zentral zugänglich. Das Raumordnungsgesetz wird modernisiert und das Baugesetzbuch, und das erst nicht zum Ende der Legislaturperiode. Ein Grund für Verzögerung in der Planung und Genehmigung ist sicherlich auch die personelle Ausstattung. Deswegen ist eine Ausbildungs- und Fortbildungsinitiative ein zentraler Bestandteil der Planungsbeschleunigung. Liebe Union, an 38 Punkten des Koalitionsvertrages wird die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsprozessen behandelt. Wir messen dem einen hohen Wert zu, und wir werden das verlorene Vertrauen von Gesellschaft und Wirtschaft zurückgewinnen, und zwar ohne. Und zwar ohne Bürgerinnenrechte zu schleifen oder Schutzgüter infrage zu stellen. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Klaus Ernst für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere von der CDU-CSU-Fraktion. Sie fordern die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Wer möchte dem widersprechen? Wir alle wollen das, die Bürger wollen das. Wie kriegen wir das hin? Um das hinzukriegen, braucht man vor allen Dingen eine abgesicherte finanzielle Ausstattung der Länder, des Bundes und der Verwaltung. Zweitens, wir brauchen qualifiziertes und motiviertes Personal. Wenn ein kommunales Bauamt aus vermeintlichem Geldmangel keinen Bauingenieur mehr einstellen darf, können Straßen, Brücken und Schulen eben nicht erneuert werden. Woher kommt der Mangel? Meine Damen und Herren, ich habe den Eindruck, für den Mangel, den wir da haben, ist insbesondere Ihre Ideologie des schlanken Staates, des kaputtgesparten Staates verantwortlich. Und es ist schon bemerkenswert, was Sie jetzt hier machen. Irgendwie finde ich es ja amüsant. Sie kommen jetzt her und sagen, da funktioniert alles nicht, da gibt es Mängel. Das sind Mängel, die Sie durch Ihre Brände, die Sie in diesen Bereichen gelegt haben, selbstverantwortlich sind. Und jetzt wollen Sie Feuerwehr spielen. Ich habe den Eindruck, das kommt daher, weil Sie wissen ja, es gibt ja da im Recht so eine Position, da heißt es, wenn ein Brandstifter beim Löschen hilft, dann geht er straffrei aus. Vielleicht ist das die Motivation für diesen Antrag. Meine Damen und Herren, Sie fordern unter anderem Investitionen in die Verkehrswege, die Ertüchtigung von Straßen, die Verbesserung der Schieneninfrastruktur, den Ausbau des Nahverkehrs. Das wundert mich jetzt doch. Nicht, dass ich was gegen diese Forderungen hätte, im Gegenteil. Vielleicht darf ich den Satz noch zu Ende machen. Das wundert mich jetzt doch. Ich frage mich aber auch, warum haben wir das eigentlich nicht längst? Ich weiß nicht, unter dem Antrag steht jetzt Herr Merz und Herr Dobrindt. Redet ihr eigentlich nicht miteinander? Könnten Sie mal sagen, wer der Verkehrsminister zuletzt war? Gut, der hieß Andi Scheuer. Und ich frage mich, wo der eigentlich ist, der Andi Scheuer? Also nicht, es ist ja nur so, dass Sie haben ja nun viermal den Verkehrsminister gesetzt und die Heldenreihe ist ja relativ lang. Viermal sind Sie für all das verantwortlich, was Sie in diesem Antrag bemängeln. Das ist schon dreist, meine Damen. Und zum Kollege Ernst, ich habe jetzt die Uhr angehalten und frage Sie, ja, gestatten okay. Sie eine Bemerkung oder Frage bitte, des Kollegen Heilmann? Bitte, dann komme ich noch mal auf Andi zurück. Das kündige ich gleich an. Ja. Bitte. Vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen.
Sie haben ja jetzt gesagt, wir seien der Brandstifter, weil wir Kürzungen beim Personal dargestellt haben. Wie Sie vielleicht wissen, war ich, bevor ich im Deutschen Bundestag war, Justizsenator des Landes Berlin, folgend einer Rot-Rot-Regierung, die meinen Bereich um 700 Stellen gekürzt hat gegen unseren Widerstand. Und ich musste das aufräumen. Und eines der Gründe für die Verfahrensverzögerung in Berlin lag genau darin, warum wir daran schuld sein sollen, wo das auch in den Ländern stattgefunden hat, auch im Osten sehr stark unter Beteiligung der damaligen PDS, heute Linken. Also bitte, da möchte ich Ihnen eigentlich ganz einfach sagen, diese entscheidend ist ja nicht sozusagen, in welchem Land hier was passiert ist, sondern entscheidend ist, welche Ideologie sich in diesem Land durchgesetzt hat. Die Ideologie, ja, und die Ideologie, die Sie durchgesetzt haben, war die Ideologie, am effektivsten ist ein Staat, wenn er sich möglichst wenig sozusagen selbst in Verantwortung nimmt, was er tut. Schlanker Staat, das war Ihre Ideologie. Und dieser schlanke Staat hat dazu geführt, dass wir in den Verwaltungen, übrigens auf allen Ebenen, die Ideologie von Ihnen zieht sie durch bis in die letzte Kommune. Übrigens auch bei der Bundeswehr. Wenn Sie jetzt beklagen, dass die zu wenig Unterhosen hätten, ja, wer hat das Verteidigungsministerium geführt, meine Damen und Herren, in der letzten Zeit? Also Sie haben den schlanken Staat propagiert und das Ergebnis dieses schlanken Staats ist jetzt das, was Sie bemängeln. Und deshalb sage ich, dieser Antrag, der ist nicht so ganz verständlich. Sie könnten zumindest mit ein wenig Demut an die Sache gehen. Sie können zum Beispiel sagen, dass das so ist, haben wir selbst verursacht, dann wäre es glaubwürdiger. Und jetzt haben wir einen Wandel vollzogen. Das machen Sie alles nicht, sondern Sie stellen sich her und sagen, das, was alles ist, das ist alles Mist und haben es selbst zu verantworten. Deshalb sage ich, Sie sind Brandstifter und wollen Feuerwehr spielen. So, damit ist die Frage beantwortet. Und jetzt komme ich noch mal zum, Scheuer. Also der Scheuer ist ja, das ist ja schon noch mein Punkt. Also, der hat ja nun, wenn ich es richtig sehe, 500 Millionen, also eine halbe Milliarde, ist letztendlich der Steuerzahler jetzt in der Verantwortung für das, was der ausgegeben hat. Jetzt hat er ja auch noch ein Verfahren am Hals. Wo sitzt er eigentlich? Ich meine, ist er hier oder woanders im Sitzen? Also, das zeigt doch bitte schön, dass das, was dort gelaufen ist, offensichtlich nicht ganz korrekt war. Sie fordern richtigerweise den schnellen Ausbau erneuerbarer Energien. Ich lasse jetzt die Mängel, Artenschutz ist alles schon gesagt, dann lasse ich weg. Die Energiewende war in den letzten Jahren im Wirtschaftsausschuss. Da war ja der Vorsitzende, da saß ihr mit eurem Koalitionspartner drin. Der Koalitionspartner hat bemängelt und kritisiert, dass es sozusagen bei euch nicht vorwärts geht, sondern dass ihr die Bremser wart in den Punkten, die ihr jetzt bemängelt. Also war es nicht so? Natürlich habt ihr das bemängelt, was der Koalition. Und jetzt stellt ihr euch hin und sagt, jetzt müssen wir aber ganz schnell vorankommen. Das ist alles nicht sehr glaubwürdig. Kolleginnen und Kollegen, uns habt ihr immer vorgeworfen, wenn wir einen Vorschlag machen, dann sagen wir nicht, wo das Geld herkommt. Ich habe keinen einzigen Vorschlag gelesen, wo das Geld bei euch herkommt. Keinen einzigen. Jetzt kann es ja sein, dass er auf Merz vertraut, also BlackRock im Hintergrund. Ich glaube, das funktioniert nicht. Und wenn das aber so ist, meine Damen und Herren, dann kann ich Ihnen sagen, der Antrag, den Sie vorgelegt haben, der ist wirklich eher amüsant, als ernst zu geben. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Konstantin Kuhle für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, im Prinzip gibt es hier im Haus eine große Einigkeit, welche Infrastrukturprojekte wir gemeinsam angehen wollen. Um den Klimawandel zu bekämpfen, die Energiewende voranzutreiben, wollen wir erneuerbare Energien ausbauen. Um dabei zu helfen, dass mehr Menschen bezahlbaren Wohnraum finden, brauchen wir mehr bezahlbare Wohnungen und die müssen gebaut werden. Wir müssen die Netze bauen, sowohl im Bereich der Digitalisierung, Glasfaser, als auch im Bereich des Stroms. Aber wir müssen uns auch kümmern um die Frage, was ist eigentlich die Voraussetzung dafür? Und wenn es uns nicht gelingt, Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, dann können wir uns all diese Projekte an den Hut stecken. Das wird nicht hinhauen. Und deswegen ist es gut, dass wir heute Morgen über Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung sprechen.
Und man hätte sich wahrscheinlich keinen besseren Tag aussuchen können, um über dieses Thema zu sprechen, weil heute Abend diese Diskussion hier im Haus eine Fortsetzung findet mit der Beratung des LNG-Ausbaugesetzes, des Beschleunigungsgesetzes. Vielen Dank dafür, denn mit diesem Projekt zeigt die Ampel, dass es möglich ist, in einem bestimmten Bereich zügig ein Beschleunigungsverfahren voranzubringen. Hier geht es darum, schneller unabhängig zu werden von russischem Erdgas und schneller eine eigene LNG-Infrastruktur auf die Schiene zu setzen und vorzubereiten. Und plötzlich ist es möglich. In Krisenzeiten geht es dann, dass man auf die Umweltverträglichkeitsprüfung in bestimmten Bereichen verzichtet, sie nachholt und das Ganze schneller macht. Und diese Kreativität, diesen Pragmatismus, den wünschen wir uns auch in anderen Bereichen. Was bei LNG-Terminals geht, das muss auch bei Straßen gehen, das muss auch bei Brücken gehen, das muss auch bei Windenergie gehen, das muss auch bei Wohnungen gehen, das muss in all diesen anderen Bereichen auch gehen. Und deswegen sollten wir uns genau anschauen, was da heute Abend beraten wird, gucken, wo kann man es übertragen auf andere Bereiche. Und da macht die Ampel sehr gute Vorschläge, die man sich dann zum Beispiel nehmen kann für andere Bereiche. Liebe Kolleginnen und Kollegen, all das, was wir im Bereich der Planungsbeschleunigung machen, muss natürlich mit rechtsstaatlichen Grundsätzen vereinbar sein. Und ja, wir haben auch im Bereich der Innen- und Rechtspolitik vieles vor, um die Planungs- und Genehmigungsverfahren in Deutschland zu beschleunigen. Ich nenne stellvertretend erstens die Entfristung des Planungssicherstellungsgesetzes im Geschäftsbereich des BMI. Ich nenne stellvertretend die Reform der Verwaltungsgerichtsordnung aus dem Geschäftsbereich des BMJ. Das ist alles gut, das ist alles richtig. Aber wir müssen auch hinterfragen, warum andere Staaten in Europa wie Dänemark und die Niederlande, die das gleiche Europarecht haben wie wir, mit so viel weniger Einwendungen klarkommen. Das hat etwas damit zu tun, dass es in diesen Staaten eine andere Planungskultur gibt. Und diese andere Planungskultur, die wollen wir auch in Deutschland etablieren. Und da gibt es im Koalitionsvertrag Seite 10 bis 12, wahrscheinlich die besten Seiten des ganzen Koalitionsvertrages, richtig gute Ideen, wie man das machen kann. Durch mehr Digitalisierung, die Kartierungsdaten sind schon genannt worden, durch mehr Schnittstellen zwischen Bund und Ländern, durch eine personelle Unterstützung, durch eine personelle Unterstützung verschiedener Ebenen und auch durch eine finanzielle Unterstützung durch den angesprochenen Pakt für Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung. Das ist der richtige Weg, den müssen wir einschlagen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass die Ampelkoalition heute mit dem LNG-Beschleunigungsgesetz einen ersten Schritt in die richtige Richtung geht. Und anschließend arbeiten wir dann unseren Koalitionsvertrag ab. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Ulrich Lange für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Kuhle, herzlichen Dank, dass Sie unserem Antrag zustimmen werden. Denn das, was Sie jetzt genannt haben, konnten Sie bei uns und können Sie bei uns lesen. Wir freuen uns auf die Unterstützung der FDP bei unserem Antrag. Herzlichen Dank dafür. Und dem Kollegen Träger möchte ich einfach in Erinnerung rufen, und dann ist das Thema auch durch. 16 minus 4 macht 12, ganz einfach zu rechnen, auch für die SPD. Und dann sage ich Schulze, Hendricks, Gabriel, und jeder weiß, was gemeint ist. Stehlen Sie sich nicht permanent aus der Verantwortung. Stehen Sie zu dem, wie Sie mit uns zusammen regiert haben, lieber Kollege. Verkehrswege sind Lebenswege und Lebensadern. Sie sind Grundlage für unseren Wohlstand, für unsere Wirtschaft. Und sie gehören natürlich zu den Kernaufgaben des Staates, dafür zu sorgen, sie zu erhalten, sie anzupassen, sie auszubauen. Und das unter den Lebensbedingungen und Lebensrealitäten der Menschen vor Ort. Und liebe Kollegin Schröder, das ehrt Sie. 38 Punkte im Koalitionsvertrag. Wir sind der Meinung, das ist Spitze. Und ich sage Ihnen, wie es vor Ort laufen wird. Vor Ort werden Sie wieder da sein und sagen, geht nicht, machen wir nicht, Bürgerinitiative. Ich mache Ihnen mal ein ganz einfaches Beispiel. Ausbau eines Bahnhofs barrierefrei. Wollen wir alle. 10 Jahre Planung, dann Klage, unterstützt von den Grünen. Ich hätte es nicht glauben können, aber es war bei mir vor Ort in meiner Heimatstadt. Da wäre ich an Ihrer Stelle einfach ruhiger. Es nützt nichts, wenn Sie in Berlin Papier füllen, aber vor Ort
anders handeln. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind genau die Dinge, die Menschen frustrieren. Und das sind genau die Dinge, warum wir auch Planungsbeschleunigung brauchen. Wir brauchen sie bei den Netzen. Wir brauchen sie im Schienenverkehr. Es funktioniert kein Umstieg, wenn ich nicht schnell die Planung genehmige. Wie sollen denn die ganzen Taktverbindungen geschaffen werden, wenn ich für jede Weiche 10 Jahre brauche? Und das hat natürlich etwas auch mit Präklusion zu tun. Herr Kollege Kuhle, das hat was mit Rechtsstaat zu tun. Präklusion und Fristen hat was mit Rechtssicherheit zu tun. Und genau an dieser Stelle müssen wir ansetzen. Ewige Verfahren werden von den Menschen nicht mehr akzeptiert werden. Sie sind, ich sage es teilweise sogar, demokratiegefährdend, weil die Menschen nicht mehr glauben, dass wir mit unseren Beschlüssen und unseren Gesetzen dann in der Lage sind, tatsächlich vor Ort etwas durchzusetzen, etwas umzusetzen. Und deswegen freuen wir uns auch da auf die Unterstützung einer Rechtsstaatspartei, weil wir wissen, was Rechtssicherheit im Planungsverfahren bedeutet und das auch bei der Planbeschleunigung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir erreichen wollen, dass Planungsbeschleunigung gelingt, dann heißt es natürlich abwägen, aber dann heißt es auch nach einer Entscheidung einen Punkt machen und umsetzen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, genau dafür sind viele der Punkte in unserem Antrag gedacht. Sie sind natürlich eine Fortentwicklung auch dessen, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, was wir mit 4 Planungsbeschleunigungsgesetzen in der letzten Periode begonnen haben. Und da war es jetzt nicht so, dass Sie die Beschleuniger waren, sondern die Beschleunigung bei der Planungsbeschleuniger war tatsächlich die Union. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben im Koalitionsvertrag sich vorgenommen, die Verfahrensdauer mindestens zu halbieren. Der Kollege Ernst lacht dazu. Keine Sorge, die Kontrolle in der nächsten Periode, ob es gelungen ist, wird die Linke nicht mehr machen. Da ist sie nicht mehr da. Das wird sich dann schon hier wieder abspielen, ob es gelungen ist, sie zu halbieren. Wir bieten heute Vorschläge. Wir bieten Ihnen mit diesem Antrag die Möglichkeit, gemeinsam auf den Weg zu gehen. Geben Sie das Startsignal für Planungsbeschleunigung. Geben Sie das Startsignal den Menschen, dass in diesem Land etwas umgesetzt werden kann. Es ist keine Zeit mehr zu verlieren, wenn wir diesen Umbau in unserer Gesellschaft, in unserem Land möchten. In diesem Sinne, los geht's. Danke schön. Das Wort hat der Kollege KB Mansouri für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, seit sich die Union in der Opposition mit der Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren befasst, zeigt sie eine erstaunliche Lernkurve. Ich will Sie dazu erst einmal herzlich beglückwünschen. Und das sage ich auch als Hesse, liebe Kolleginnen und Kollegen, wo Sie jahrelang vor der Verspargelung der Landschaft gewarnt haben und davor, dass Windräder höher sind als Kirchtürme. Verglichen damit sind das hier ganz neue Töne, die Sie an den Tag legen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ein paar gute Ideen, liebe Kolleginnen und Kollegen, machen aber noch kein schlüssiges Konzept. Manches müssen Sie da auch noch in den eigenen Reihen klären. Und es reicht ein Blick nach Bayern, um festzustellen, dass die Union nicht das Gaspedal zur Beschleunigung der Energiewende ist, sondern die Bremse, liebe Kolleginnen und Kollegen. In Bayern bleibt es nämlich beim Grundsatz, dass der Abstand zwischen Wohnbebauung und Windrad regelmäßig die 10-fache Höhe der Anlage betragen muss. Das sind häufig 2 Kilometer. Und ich frage Sie, wo sollen denn eigentlich die ganzen Windräder gebaut werden? Mit der restlosen Abschaffung der 10-H-Regelung wäre für die Beschleunigung mehr getan als mit dem Antrag, den Sie hier heute vorgelegt haben.
In vielen Punkten folgen Sie jetzt der Koalition. An anderen Stellen liest man wirkungslose Vorschläge oder Gedanken, die häufig nicht zu Ende gedacht sind. Zum Beispiel Klagegründe, die zu einem frühen Zeitpunkt nicht vorgebracht worden sind, für das weitere Verfahren auszuschließen, ist in der Sache richtig, aber auch nichts Neues. Das europarechtskonform zu gestalten, ist die eigentliche Herausforderung, der sich auch die Ampelkoalition angenommen hat. Oder warum öffentlich-private Partnerschaften oder neue Auskunftsansprüche von Behörden zu schnelleren Genehmigungsentscheidungen führen sollen, das wissen Sie wahrscheinlich selbst auch nicht so genau. Um die Modernisierung des Landes voranzubringen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wollen wir die Dauer bis zur Realisierung von Projekten halbieren. Dafür müssen wir jeden Stein umdrehen. Ich sage aber auch, das, was wir tun, muss am Ende auch funktionieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie schlagen unter anderem vor, dass Klagen gegen den Ausbau der Leitungsnetze, der erneuerbaren Energien, der Wasserstoffinfrastruktur und wichtiger Verkehrsinfrastrukturprojekte keine aufschiebende Wirkung haben sollen. Wissen Sie eigentlich, was das bedeutet, wenn Sie diese Ausnahme zur Regel machen? Ich kann Ihnen das sagen. Fakten schaffen auf Kosten der Rechtssicherheit. Haben die Klagen Erfolg, müssen Sie die Anlagen anschließend wieder zurückbauen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das bringt kein Mehr an Tempo. Das verwandelt unser Land in eine einzige Baustelle, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wie Beschleunigung funktionieren kann, das Stichwort ist ja schon gefallen, das zeigen wir bei Flüssiggas, aber auch bei vielen Neuerungen im Rahmen des Osterpakets. Und da wollen wir im Laufe des Jahres weitermachen. Es gilt, die richtigen Schwerpunkte zu setzen. Und drei davon will ich Ihnen nennen. Erstens, die Digitalisierung muss endlich in der Verwaltung ankommen. Es ist bittere Realität, dass sich in unseren Behörden die Aktenordner mit Planungs- und Genehmigungsverfahren stapeln. Es ist Realität, dass diese Papierakten jahrelang von Büro zu Büro gereicht werden. Diese Verfahren müssen schnellstmöglich digitalisiert werden. Der Kollege Kuhler hat es ja auch gesagt. Während der Pandemie haben wir gesehen, dass das funktionieren kann. Das Plansicherstellungsgesetz hat die digitale Öffentlichkeitsbeteiligung ermöglicht. Dahinter dürfen wir nicht mehr zurück, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zweitens, wir müssen das Verhältnis von Klima- und Artenschutz klären. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer glaubt, dass es der richtige Weg ist, Arten- und Klimaschutz im Planungsverfahren gegeneinander auszuspielen, der vergisst, dass die Bekämpfung der Erderwärmung der beste Schutz zur Rettung bedrohter Arten ist. Eine Vielzahl von umwelt- und artenrechtlichen Aspekten wird häufig im selben Verfahren mehrfach geprüft. Das ist in erster Linie eins, nämlich Zeitverschwendung. Verschwendung von Zeit, die wir nicht haben, wenn es um die Modernisierung unseres Landes geht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und drittens, Behörden und Gerichte brauchen Personal. Eines muss klar sein, straffere Verfahren bringen nichts, wenn in den Behörden niemand ist, der diese Verfahren bearbeitet. Schnelle Genehmigungen bringen nichts, wenn in den Gerichten niemand ist, um sie zu überprüfen. Eine Personaloffensive ist überfällig. Sie muss kommen und sie wird auch kommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eines möchte ich den Autorinnen und Autoren des Antrags lassen. Die Analyse stimmt. Wir haben keine Zeit zu verlieren, wenn es um die Beschleunigung von Verfahren und in der Konsequenz damit um den Ausbau der erneuerbaren Energien, um den Schienenausbau und die Modernisierung unseres Landes geht. Und genau deswegen berät dieses Parlament auch nicht irgendwann, sondern jetzt. Die Reformgesetze der Koalition und die nächsten stehen schon in den Startlöchern. Wir freuen uns, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Unionsfraktion, wenn Sie uns dabei unterstützen. Und wenn Sie dann auch noch bei Zeiten auf Ihre Kolleginnen und Kollegen in Bayern einwirken, dann wäre das ganz großartig. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Abgeordnete Carsten Hilse für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Landsleute, so dreist wie Sie von der Union muss man erst mal sein, so wie Sie in Ihrer Scheinoppositionsrolle plötzlich bemerken, dass beispielsweise ungezügelte Zuwanderung oder die Abschottung von Kernkraftwerken nicht die besten Ideen sind, stellen Sie jetzt einen Antrag auf Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, ganz so, als ob Sie nicht nur die letzten 16 Jahre in der Regierung gesessen hätten, sondern noch dazu alles getan haben, um die Bürger, die zum Beispiel ein Haus bauen wollten, mit immer neuen Gesetzen und Vorschriften für den Klimaschutz in den Wahnsinn, die Behörden und Gewerke in die Verzweiflung und die Kosten in ungeahnte Höhen getrieben hätten. Frei nach dem
frei nach Konrad Adenauer, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Nur mit dem großen Unterschied, dass der sich mit wirklichen Problemen herumschlagen musste und deshalb seine Meinung änderte, um sie dann erfolgreich anzugehen und zu lösen. Sie aber jagen gemeinsam mit den grünen Komponisten der Ampel einem Phantomproblem namens menschengemachter Klimakatastrophe nach und wollen die Transformation unserer Industrie vorantreiben, was allein deren Abwanderung zur Folge hätte und mit ihr den Verlust von Millionen hochwertschöpfender Arbeitsplätze. Adenauer handelte im Interesse Deutschlands, sie im Interesse korrupter Lobbyisten, wie wir sie leider auch in diesem Parlament finden. Natürlich ist es richtig, Planungsverfahren zu beschleunigen. Allerdings sind einige von Ihnen vorgeschlagene Mittel nicht nur ungeeignet, sie erinnern auch in fataler Weise an die einer Demokratie unwürdigen Vorgehensweisen, wie zum Beispiel in der ehemaligen DDR und dem heutigen China. Nicht umsonst hat Herr Habeck in einem Interview die von ihm mit Sicherheit ernst gemeinte Frage aufgeworfen, ob unsere Demokratie oder der Staatsdirigismus à la China besser geeignet wären, Maßnahmen gegen die vermeintliche Klimakatastrophe zu erzwingen, gegen den Willen der Betroffenen, koste es, was es wolle und wenn es das eigene Volk ist. Im Interview hat sich Herr Habeck zwar zur Demokratie bekannt, das erkennen wir natürlich an, einige der ergriffenen Maßnahmen allerdings sind Meilensteine in Richtung chinesischer Verhältnisse. Und die Union macht auch noch Vorschläge, wie wir am schnellsten dorthin kommen. Um den berechtigten Widerstand beispielsweise gegen die naturzerstörenden, vogeltötenden und krankmachenden Ungetüme zu brechen, sollen Klagen nur bei Oberverwaltungsgerichten eingereicht werden dürfen und die Klagen keine aufschiebende Wirkung mehr haben. Sollten alle Forderungen Ihres Antrags umgesetzt werden, würden Sie damit den Wohlstand nicht erhalten, sondern in erheblichem Maße vernichten, einem Blackout einen großen Schritt näher kommen und unsere Natur in nie dagewesenem Umfang zerstören. Verabschieden Sie sich von der Klimaideologie, machen Sie Vorschläge, wie wir unsere Wirtschaft ertüchtigen, unseren Wohlstand erhalten und unsere Natur schützen. Dann haben Sie uns auf Ihrer Seite. Solange Sie sich aber an der faktischen Vernichtung Deutschlands beteiligen, werden wir Sie und Ihre Pläne natürlich mit demokratischen Mitteln bekämpfen, zum Erhalt unserer Heimat und zum Wohle unseres Volkes. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Kollege Lukas Benner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die aktuelle Lage ist uns allen klar. Der Krieg in der Ukraine, die Abhängigkeit von fossiler Energie von Diktatoren und steigende Energiepreise. Der Bundeskanzler hat hier heute Morgen gesagt, dass mittel- und langfristig der einzig vernünftige Weg die Unabhängigkeit von fossiler Energie ist und der Weg in die Energiesouveränität. Und genau deswegen ist es doch klar, dass wir im Bereich Planungsbeschleunigung da anfangen, wo der Schuh gerade am meisten drückt, dass wir im Energiebereich anfangen, liebe Unionsfraktion. Und es ist schön, dass Sie das Thema für sich entdeckt haben, dass Sie jetzt auch bei der Planungsbeschleunigung mitmachen wollen. Und als Inspiration für Ihren Antrag diente sehr offensichtlich der Koalitionsvertrag. Es ist ein Kompliment, dass die Ampel Sie überzeugt, weil Sie unsere Ideen in Ihren Antrag schreiben. Sie haben 16 Jahre hier regiert. Sie haben dafür... Ja, Sie haben 16 Jahre regiert, Sie hätten 16 Jahre die Chance gehabt, etwas zu ändern. Jetzt sind wir an der Reihe. Und wir haben drei zentrale Punkte, wie wir nach vorne gehen wollen. Als erstes ist das die Digitalisierung von Verfahren. Das Plansicherstellungsgesetz hat eine Grundlage gelegt, das müssen wir evaluieren und weiterentwickeln. Wir brauchen digitale Verfahren. Das zweite ist die personelle Ausstattung. Wir sehen, dass es in der Exekutive an Personal mangelt und noch schlimmer, es mangelt am Ende auch an den Gerichten an Personal, sodass nach Klagen nicht über die Verfahren entschieden werden wird. Und da wollen wir rangehen. Zum einen mit dem Pakt für den Rechtsstaat wollen wir die Justiz entlasten und zum anderen mit dem Pakt für Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung. Und dem nicht genug. Wir wollen in diesem Jahr noch die Grundlage legen für neue Stellen am Bundesverwaltungsgericht, damit wir für schnelle Entscheidungen sorgen können. Der dritte Punkt ist die Vereinheitlichung von Auslegungen. Denn bei Rechtssicherheit geht es immer darum, dass die Behörden Recht auch einheitlich und klar auslegen. Und da müssen wir mit Auslegungshilfen vorangehen und helfen, dass in den Behörden im ganzen Land gleiche Entscheidungen getroffen werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist aber nicht so, dass wir gerade erst anfangen.
Die Häuser arbeiten mit Hochdruck daran, das Thema Planungsbeschleunigung voranzubringen. Das Osterpaket hat die erste Grundlage gelegt. Im Sommerpaket kommen die großen Maßnahmen für Beschleunigung und das Eckpunktepapier Vogelschutz und Windkraft zeigt doch, in welche Richtung wir gehen wollen. Und es geht in Ihrem Antrag, liebe Union, vor allen Dingen auch darum, den Umweltschutz zurückzufahren. Das kann aber doch nicht das Ziel sein. Wir können doch nicht auf Kosten von Umweltschutz die Planungsbeschleunigung voranbringen, sondern wir wollen doch Klimaschutz mit und für den Umweltschutz machen. Der andere wichtige Punkt ist, wir müssen die frühe Beteiligung nach vorne bringen, weil frühe Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger beugt Fehlern vor und sorgt für mehr Akzeptanz in unseren Verfahren. Unser Ansatz ist es, mehr Personal, straffe Verfahren, anstatt, wie Sie es fordern, weniger Umweltschutz und ausbleibende Beteiligung. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können hier für Planungsbeschleunigung sehr, sehr viel tun und das werden wir auch. Die Währung der Energiewende ist aber die Fläche. Und deswegen geben Sie Ihren Antrag doch mal an die Bayerische Staatskanzlei. Sorgen Sie doch dafür, dass die 10-H-Regel fällt, denn wir brauchen die Flächen, auf denen mit den schnellen Verfahren auch gebaut werden kann am Ende. Und deswegen geht es darum, dass wir das hier als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstehen. Dass wir mit allen Häusern gemeinsam die Grundlage schaffen, die Planungsbeschleunigung voranzubringen und dass Sie auch in Ihre Länder dafür sorgen, dass wir Flächen zur Verfügung gestellt bekommen, damit am Ende auch Anlagen gebaut werden können. Wir sind an dem Thema dran. Kollege Benner, ich habe die Uhr angehalten. Gestatten Sie eine Bemerkung oder Frage des Abgeordneten Hilse? Nein, danke. Und deswegen geht es doch darum, dass wir die Planungsbeschleunigung jetzt mit allen Häusern angehen. Es läuft bereits, liebe Union, ich freue mich auf Ihren Input, weil ich kann Ihnen versprechen, da kommt sehr, sehr viel in den nächsten Wochen und Monaten. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Lukas Köhler für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Damen und Herren! Lieber Ernst, Sie haben eben darüber gesprochen, welche sozusagen Formen der Staat aus Ihrer Sicht haben soll. Ich bin eigentlich total bei Ihnen, dass der Staat handlungsfähig sein muss. Aber den Gedanken fand ich schon interessant, darüber zu sprechen. Weil für uns muss der Staat sein wie ein antiker griechischer Adlich. Der muss schlank sein auf der einen Seite und stark auf der anderen Seite. Er muss da schlank sein, wo es die Menge an Regeln gibt, die Dinge behindern, die uns daran behindern, schnell zu sein. Die Regeln müssen so gut sein, wie es geht. Es geht ja nicht darum, dass der Staat nicht handlungsfähig ist, sondern dass das, was er regelt, klar reguliert ist, dass es eindeutig, einleuchtend zu verstehen ist, schnell in der Umsetzung ist. Er muss aber da stark sein, wenn er die Dinge umsetzt, die er macht. Jetzt können wir uns fragen, sind wir in Deutschland in einer Situation, in der das der Fall ist? Und aktuell, auch nach 16 Jahren Missmanagement, sind wir nicht in dieser Situation. Wir sind nicht schnell. Wir sind nicht gut darin, Dinge fix hinzustellen. Wir sind gut, wenn sie dann mal stehen. Dann sind sie hervorragend, weil deutsche Ingenieurinnen und Ingenieure, deutsche Schaffenskraft, deutsche Ingenieurskraft, deutsche Innovationskraft dafür sorgt, dass das, was wir tun, dann hervorragend ist. Aber bis wir es getan haben, da dauert es leider ewig. Und das können wir uns nicht leisten. Wir planen und wir tun und wir machen und wir gehen vorwärts. Und ich weiß nicht, alle Kolleginnen und Kollegen, die meisten Menschen in Deutschland kennen das Problem. Wenn Sie versuchen, eine Solaranlage auf Ihr Dach zu bauen oder wenn Sie mit jemandem darüber sprechen, der das tut, oder wenn Sie versuchen, eine Renovierung durchzuführen oder wenn Sie irgendetwas anderes tun wollen, dann haben Sie zwei Probleme. Das eine ist die riesige bürokratische Hürde, um das zu tun, egal was Sie machen. Das zweite ist, dass Sie zu wenig Fachkräfte haben, dass Sie zu wenig Menschen haben, die daran arbeiten. Und das ist eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung, die auf der einen Seite heißt, es ist gut, es wird in der Zukunft viele zum Beispiel gute Arbeitsplätze im Handwerksbereich geben. Das ist eine gute Nachricht für diejenigen, die auf Jobsuche sind. Das ist eine gute Nachricht für diejenigen, die in diesen tollen Berufen, die es gibt, arbeiten wollen. Aber es ist natürlich eine schlechte Nachricht für den Umbau, für die Transformation. Es ist eine schlechte Nachricht dafür, dass wir eben schneller werden. Und das ist es, was wir auf der einen Seite angehen müssen. Aber auf der anderen Seite liegt darin auch eine Chance. Denn was wir in Deutschland für wirkliches Wirtschaftswachstum brauchen, ist eine Steigerung unserer Produktivität.
Wir müssen mit der Arbeitskraft, die wir haben, schneller und besser werden. Und nur wenn wir unsere Produktivität steigern, dann steigt auch unser Wirtschaftswachstum wieder. Und vor der Herausforderung stehen wir, meine Damen und Herren. Diese Herausforderung können wir durch unterschiedliche Dinge schaffen. Wir schaffen sie aber vor allen Dingen dadurch, dass wir die Planfeststellungsverfahren verändern, dass wir in der Planung, in der Bereitstellung schneller werden. Das LNG-Gesetz, das wir heute Abend diskutieren werden, beweist das. Es beweist aber auch, und es ist dafür eine Blaupause, was alles möglich ist, was wir umsetzen können. Einmal bei Dingen, die wir schnell brauchen. FSRUs, also schwimmende Terminals. Das ist das, was wir unglaublich schnell umsetzen können. Auf der anderen Seite aber natürlich muss es rechtssicher sein. Und deswegen ist es richtig, dass stationäre Anlagen nicht bei der Umweltverträglichkeitsprüfung gleichermaßen berücksichtigt werden. Weil Rechtssicherheit ist in diesem Land zentral und das bleibt auch zentral. Und wenn wir das hinkriegen, wenn wir diese Gemeinsamkeit von Produktivitätssteigerung, von einem schlanken, aber starken Staat, wenn wir die Ideen und die Schaffenskraft umsetzen, dann, meine Damen und Herren, können wir in Deutschland wirklich was erreichen. Das tun wir gerade mit der Ampel. Da freue ich mich auch über die nächsten Wochen und auch über die weitere Diskussion mit der Union. Danke. Das Wort hat der Kollege Thomas Heilmann für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Unser Staat ist zu bürokratisch, zu langsam, zu starr und zu komplex organisiert. Das sagen wir nicht heute mit dem Antrag, sondern das hat die CDU-CSU-Fraktion vor 2 Jahren in einem Buch Neustart, das 300 Seiten umfasst, vor 2 Jahren festgestellt, nicht heute, Herr Ernst. Und ich will Ihnen kurz die Historie sagen. Wir haben auch in den letzten Legislaturperioden, Steffen Bilger hat darauf hingewiesen, durchaus kluge Einzelmaßnahmen verabschiedet, die zur Planungsbeschleunigung in Deutschland beigetragen haben. Aber wir haben unser Ziel eindeutig nicht erreicht. Und unsere große Sorge ist, dass die Ampel ihre Ziele zur Planungsbeschleunigung auch nicht erreichen wird, trotz der Maßnahmen, die Sie beschrieben haben, die auch in Ihrem Koalitionsvertrag stehen und zu großen Teilen wir ja auch Ja sagen. Und ich will begründen, woran das liegt. Das Problem ist nämlich größer, als wir gedacht haben und auch größer, als Sie es jetzt beschreiben. Wir haben eine Verkrustung und eine Problemkomplexität, mit der wir nur zurechtkommen werden, wenn auch die Maßnahmen gravierend genug sind. Und im Prinzip müssen wir über 3 Ebenen reden. Das eine sind die fachgesetzlichen Maßnahmen, zu denen ich jetzt angesichts der Zeit nichts sagen will. Und wir werden natürlich im Osterpaket und an vielen anderen Stellen darüber reden. Da werden wir auch unsere weiteren Vorschläge einbringen. Und dann haben wir das Personalproblem. Sie haben es ja kurz erwähnt. Natürlich wäre eine Einstellungsoffensive das Richtige. Ich darf Sie nur darauf hinweisen, dass wir vor einem demografischen Wandel stehen und ein Drittel des öffentlichen Dienstes uns in diesem Jahrzehnt verlassen will. Und woher Sie die Leute haben wollen, dass Sie einen Aufwuchs im öffentlichen Dienst hinbekommen wollen, das ist einfach unehrlich. Und deswegen müssen wir Lösungen finden. Und die Lösungen liegen ganz sicher in der Automatisierung von Verfahren. Ich habe vorgestern an einer Sitzung des Landkreistages teilgenommen, waren 300 kommunale Vertreter, die im Kern alle gesagt haben, ihr versteht überhaupt nicht, wo wir unsere Probleme haben. Und da können Sie natürlich auch sagen, das ist natürlich auch die Schuld einer Vorgängerregierung, das nützt uns ja alles nichts. Wir haben vor 2 Jahren das erkannt, einen grundsätzlichen Neuanfang gefordert. Das steht auch in unserem Wahlprogramm. Dann haben wir eine Rolle als Opposition, das können wir es nicht selber umsetzen. Aber wir helfen der Ampel eben gerne, unter anderem mit diesem Antrag, aber keineswegs nur mit diesem Antrag, dass wir da gemeinsam als Demokratie weiterkommen. Denn wenn wir da nicht weiterkommen, dann werden wir viele Ziele, nicht nur in der Klimapolitik, aber viele Ziele eindeutig verfehlen. Und ich würde gerne zu einem Punkt noch etwas sagen. Digitale Verfahren heißt nicht nur, dass wir Planoffenlegung machen. Dafür sind wir auch, das haben wir ja selber im Planseg gesagt. Wenn der Bund sich nicht entschließt, die Standardisierung von Verfahren selber in die Hand zu nehmen, und diese entscheidende Weichenstellung haben Sie in dem Koalitionsvertrag nicht getroffen, und ich habe große Sorge, dass Sie das jetzt während der ganzen Legislaturperiode nicht tun werden, dann werden wir den Wildwuchs an digitalen Verfahren in Kommunen und Ländern, die gar nicht wissen, was sie beschaffen sollen, weiterhaben. Mit der Folge, dass wir 40.000 Verfahren haben. Wir haben allein 328 verschiedene Verfahren, die wir Einwohnermeldeämter in Deutschland, wie die ihre Daten sammeln und abspeichern. Mit der Folge, dass wir das nicht vernünftig konsolidiert bekommen oder nur mit sehr großem Aufwand. Und wenn wir also diese Standardisierung nicht zu einem Bundesthema machen und wenn wir nicht alles 3 angehen,
Sprich, die fachgesetzlichen Verbesserungen, die Sie vorschlagen, bei denen wir welche in unserem Antrag vorlagen, da gibt es natürlich aus der Gesellschaft noch weitere. Wenn wir zweitens das Thema Personal nicht angehen und Automatisierung von Verfahren und wenn wir drittens das Thema Standardisierung und Digitalisierung nicht so beginnen, dass wir da ernsthafte Fortschritte machen werden, dann wird das, was Sie im Koalitionsvertrag sagen, nämlich die Halbierung der Planungsverfahren, niemals gelingen. Und Frau Scheer hat heute Morgen noch gesagt, sie wolle von 6 Jahren auf 6 Monate runterkommen. Nicht, dass wir dagegen werden, aber das werden wir, glaube ich, auf gar keinen Fall schaffen. Und insofern nehmen Sie das als Angebot, diesen Antrag für einen ernsthaften Dialog, die wirklichen Probleme mal ehrlich zu analysieren und gemeinsam zu besprechen. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion spricht nun die Kollegin Dorothee Martin. Ja, besten Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Thema Planungsbeschleunigung, das ist und bleibt ein Dauerbrenner. Und werter Kollege Heilmann, Sie haben eben gesagt, dass Sie Sorge haben, dass wir die Ziele im Koalitionsvertrag der Ampel nicht erreichen. Und daher möchte ich jetzt einen Appell an Sie richten. Dann sorgen Sie bitte als CDU-CSU-Fraktion auch in Ihrer Verantwortung, die Sie in Ländern und Kommunen tragen, dafür, dass auch dort die Umsetzung in der Praxis wirklich ankommt. Denn dort liegt schlicht und einfach die Wahrheit. Und ich bin auch davon überzeugt, das ist ein Gemeinschaftsprojekt, Planungsbeschleunigung, Genehmigungsbeschleunigung, Baubeschleunigung. Das geht nur im Zusammenspiel mit Bund, Ländern und Kommunen. Und da haben Sie auch eine Verantwortung. Unser klares Ziel ist, wir werden die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit und der Wirtschaft, auch mit grünem Strom, wurde schon viel gesagt, mit digitaler Infrastruktur und auch mit zuverlässiger Verkehrsinfrastruktur zukunftsfähig machen und das so rasch wie möglich. Und ja, deshalb sorgen wir. Gestatten Sie eine Bemerkung oder Frage des Kollegen Heilmann? Ja, gerne. Vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Ja, natürlich haben wir eine Verantwortung. Aber ist Ihnen bewusst, dass in Bayern die 10-H-Regel in den Vorranggebieten, also in den entscheidenden Gebieten, gerade dabei ist, abgeschaffen zu werden? Haben Sie zur Kenntnis genommen, dass Nordrhein-Westfalen das Bundesland ist mit den meisten Windkrafträdern, die ans Netz gegangen sind im letzten Jahr? Das ist ja einer der Gründe, warum Wüst die Wahl gewonnen hat. Also jetzt tut sich doch nicht so, als wenn unsere Länder gar nichts machen würden. Da kann man sich natürlich jetzt immer vorwerfen, dies und das und jenes. Aber ich würde sagen, wir sollten mal gemeinsam anfangen und diesen Dialog aufnehmen. Dann haben Sie das schon, dass eine Opposition sagt, wir würden das auch gerne gemeinsam mit Ihnen machen. Erstmal vielen Dank auch für das Angebot. Das nehmen wir gerne an. Ich möchte Ihnen aber auch aus der Praxis bei mir, auch aus meinem Wahlkreis durchaus erzählen. Es ist nämlich sehr oft Wasser und Wein, was das man dort sieht. Wir haben, ich komme aus Hamburg, wissen Sie vielleicht nicht, wir haben sehr ehrgeizige Ziele auch im Wohnungsbau, haben schon viel erreicht. Aber ich erlebe auch immer wieder, und da sind wir auch bei dem Thema auch Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern vor Ort, dass auch von CDU-Seite dann auch wichtige Wohnungsbauvorhaben vor Ort dann aus oppositionellen Gründen, aus opportunistischen Gründen verhindert werden. Und so kommen wir auch nicht voran, auch bei den wichtigen Themen Wohnungsbau. Und dass Verfahren immer weiter verzögert werden, dass auch Klagen angestrengt werden. Das ist genau diese Verantwortung, die ich meine, und die nehmen Sie vor Ort ganz konkret nicht wahr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich stehe aber hier an erster Stelle als Verkehrspolitikerin. Und als Verkehrspolitikerin steht für mich und steht für uns die Schiene ganz vorne. Und ja, wir haben dort sehr ambitionierte Pläne im Koalitionsvertrag. Wir wollen bis 2030 unter anderem die Verkehrsleistung auf der Schiene verdoppeln und auch den Anteil des Schienengüterverkehrs deutlich steigern. Denn nur wenn wir das Angebot auf der Bahn verbessern, werden mehr Menschen die Züge nutzen und eben auch mehr Güter auf der Schiene transportiert werden. Und deswegen möchte ich auch ganz klar sagen, dass der Deutschlandtakt und der auch damit verbundene Infrastrukturausbau unerlässlich ist. Und ja, auch dafür brauchen wir, wurde schon gesagt, einheitliche Zulassungsverfahren, Vermeidung von Doppelprüfungen, standardisierte Planfeststellungen oder auch frühe Stichtagsregelungen, um nur einige Punkte zu nennen. Und ich bin davon überzeugt, wir haben nicht nur das Jahrzehnt des Schienenneubaus vor uns, sondern eben auch das Jahrzehnt der Sanierung der Schiene. Und deswegen müssen wir uns auch das Baustellenmanagement anschauen und müssen auch dort Strukturen und Regelungen schaffen,
dass eben auch Sanierungen auf einer Bahnstrecke zur gleichen Zeit möglich sind und nicht eben, ich glaube, viele von uns kennen es, einzelne Stückelungen von Bauabschnitten nacheinander. Also auch hier müssen Baumaßnahmen effizienter, schneller und auch vor allem kundenfreundlicher zu Ende gebracht werden. Aber es geht auch neben dem Erhalt ganz um konkrete kleinere Maßnahmen, um eben das Schienennetz zu verbessern. Darum wird sich die Beschleunigungskommission Schiene kümmern, die wir im Koalitionsvertrag festgelegt haben. Und hier geht es darum, eben mehr Kapazität im Bahnangebot zu erreichen, vor allem auch für den Güterverkehr. Da geht es auch darum, bei der Elektrifizierung der Schiene besser voranzukommen, etwa durch ein gezieltes Maßnahmenprogramm dafür und noch dort mehr zu erreichen. Und letztlich brauchen wir ja eine Beschleunigung für alle Transformationsvorhaben, die wir uns vorgenommen haben. Wir brauchen sie in allen Bereichen der Verkehrsinfrastruktur. Und ja, die Bahn als Kern einer nachhaltigen Mobilität muss hier Vorreiter sein. Wir brauchen aber auch ein neues Mindset hier in Deutschland, in der Gesellschaft, in der Planung. Weg von einer manchmal Verhinderungskultur, die wir finden, hin zu einer Kultur des Ermöglichens. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Susanne Menge für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich würde es mir wünschen, dass Regierungsfraktionen selbstkritisch ihre Regierungsverantwortung reflektieren, insbesondere übrigens aus dem Verkehrssektor. Man könnte zum Beispiel annehmen, dass der Zustand unseres Planeten und die Jahr für Jahr tonnenweise überschrittenen Emissionswerte Grund genug sein könnten, endlich grundsätzliche Überzeugungen zu revidieren. Bei der Suche nach Antworten in Ihrem Antrag stoßen wir auf ca. 30 Maßnahmen, von denen einige wirklich gut sind. Das möchte ich hier betonen. Aber, Kollege Heilmann, Sie haben von Verkrustung und komplexen Aufgaben gesprochen. Aber insbesondere die Verkrustung wird im Verkehrssektor deutlich. Denn dort werden wieder die alten Geister aus der Flasche gelassen, die Sie im verkehrspolitischen Sektor so oft betont haben. Mangels Zeit nenne ich deshalb nur ein kleines Beispiel. Sie wollen nach dem Gießkannenprinzip Straßen, Schienenstrecken und den öffentlichen Verkehr, Zitat, gleichermaßen voranbringen. Irgendwie also alles fördern und im Ergebnis viele neue Straßen bauen. Doch was wir angesichts von Klimakrise, Artensterben und einer fragilen Energieversorgung dringend brauchen, ist eine klare Schwerpunktsetzung in der Verkehrspolitik. Die energieeffizienten, flächensparenden Verkehrsmittel des Umweltverbundes müssen, und das muss man auch dann so betonen, massiv gefördert werden. Und auf diesen Zweck müssen alle Maßnahmen zur Planungs- und Genehmigungsplanung endlich fokussiert werden. Und ja, das bleibt ein Kraftakt in dieser Regierungskoalition. Das bleibt er aber auch für alle politischen und zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und alle, die längst Klimaschutz, soziale und ökonomische Verantwortung im Verkehrssektor zusammendenken. Und das müssen wir in einem Turbotempo machen, weil die Voraussetzungen dafür übrigens nicht auf dem Tisch liegen. Mit der Beschleunigungskommission Schiene macht diese Ampelkoalition einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Und ich hoffe, dass sie alsbald ihre Aufgabe auch wahrnimmt. Dankeschön fürs Zuhören. Das Wort hat die Kollegin Karina Konrad für die FDP. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Debatte ist doch heute eins überdeutlich geworden. Wir brauchen einen Turbo in der Planungsbeschleunigung und das überall. Wir brauchen ihn bei aktuellen Projekten. Und heute wird gezeigt an dem Gesetzentwurf, der heute Abend debattiert wird, am LNG-Beschleunigungsgesetz, was möglich ist, wenn es notwendig ist. Und gerade weil die Herausforderungen unserer Zeit gerade so riesengroß sind, wie sie sind, in allen Bereichen, müssen wir auch Planung neu denken, weil die Versäumnisse so groß sind in den letzten Jahren. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, es ist ja gut, dass Sie uns mal aufgeschrieben haben, was Sie alles hätten noch erledigen wollen, wenn es gegangen wäre. Und jetzt finden hier Schuldzuweisungen statt, wer es denn gewesen sein soll in den letzten Jahren. Ich sage Ihnen mal eins.
Das hilft den Menschen da draußen überhaupt nicht an dieser Stelle. Die Menschen da draußen ist es völlig egal, warum es nicht funktioniert. Die Menschen da draußen, die interessiert, wie es jetzt besser geht. Und darauf müssen wir Antworten geben. Und unser Zustand, den wir vorgefunden haben, gerade auch in dem Haus von Volker Wissing, dem Verkehrs- und Digitalministerium, der ist erschreckend. Es ist erschreckend, wenn man sieht, in welchem Zustand unsere Infrastruktur ist. Die Infrastruktur, die wir heute benutzen, die wurde von unseren Eltern, von unseren Großeltern, von unseren Urgroßeltern errichtet und erschaffen. Und wir müssen hier einen Turbo reinbringen, zu erneuern, zu reparieren, Lücken zu schließen. Bei mir zu Hause sind Lücken zu schließen in Rheinland-Pfalz, von einer Autobahn darauf warten die Menschen seit Jahrzehnten. Da ist eine Brücke zu bauen über den Rhein, wo über 70 Rheinkilometer keine Brücke da ist. Darauf warten die Menschen seit Jahrzehnten. Infrastruktur muss geschaffen werden, um Menschen zu verbinden. Wenn sie nicht geschaffen wird, kostet das die Menschen Lebenszeit. Es schadet der Umwelt. Kollegin Konrad, ich habe die Uhr angehalten. Gestatten Sie eine Bemerkung oder Frage des Kollegen Ulrich? Sehr gerne. Lange. Lange heißt er, ne? Entschuldigung. Frau Kollegin, nachdem Sie sich gerade über den Zustand und den Ausbauzustand auch in Ihrem Bundesland bei den Autobahnen hier so ein bisschen beschwert haben, Ihnen ist ja sicherlich bekannt, dass die Autobahnen erst mit dem 1. Januar 2021 auf den Bund übergegangen sind. Sie kennen sicherlich aus der Rechtsstaatspartei den Staatsaufbau, die Auftragsverwaltung und die Zuständigkeit der Auftragsverwaltung. Können Sie mir beantworten, wer für die Planung der Autobahnen in Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren die Verantwortung getragen hat? Geld war genügend da nach dem Investitionshochlauf. Sie hätten es abgreifen können. Herr Lange, Ihre Frage zeigt nämlich genau das Problem, was wir zu lösen haben. Diese Frage bringt es auf den Punkt, welchen Herausforderungen wir stehen. Und das wurde eben schon von Kollegin Martin angesprochen. Es ist auch eine Kulturfrage, die wir uns in Zukunft stellen müssen. Schuldzuweisungen zu suchen, warum in der Vergangenheit Dinge nicht funktioniert haben, das kann man machen. Sie haben eben die Kollegen der Linken hier ganz außerordentlich beleidigt. Herr Kollege, meine Befürchtung ist, wenn der Kulturwandel bei Ihnen nicht ankommt, in die Zukunft zu schauen und daran mitzuarbeiten, auf allen Ebenen, und das fängt bei den Kommunen an, das geht über die Länder bis hin zum Bund, dass man sich an jeder Stelle die Frage stellt, welchen Beitrag man selbst auch dazu leisten kann, dass das Umfeld besser wird, dann prophezeie ich Ihnen, dass Sie die Kontrolle der Erfolge in der nächsten Legislaturperiode weiterhin aus der Opposition machen können. Aber um noch mal auf den Punkt zurückzukommen, was alles passieren muss und was wir vorgefunden haben. Die Menschen in NRW merken das gerade an der Ramedetalbrücke ganz enorm. Und hier ist auch ein Beispiel, was diese Ampel mit auf den Weg gebracht hat und auch unterstützt. Und auch dafür mein Dank noch mal an alle Kolleginnen und Kollegen, dass wir hier auch schneller werden, nämlich wenn Infrastruktur gestört ist, wenn Verkehrsadern gestört ist, beschäftigt das die Menschen vor Ort. Und dann müssen wir auch schneller werden. Und wir brauchen auch ein Turbo bei der Digitalisierung. Und ohne Zweifel, da ist auch einiges passiert in den letzten Jahren. Aber gerade die Pandemie hat doch gezeigt, dass das lange nicht genug ist. Die Zukunft von einer leistungsfähigen digitalen Infrastruktur, die ist kein Selbstzweck, sondern die ist Voraussetzung für eine moderne, für eine selbstbestimmte und für eine wirtschaftlich starke Gesellschaft. Und dafür zu sorgen, dass die Flecken geschlossen werden, die jetzt noch unterversorgt sind, dass man auch in die Zukunft denkt, was brauchen wir in Zukunft an Datenstruktur, dass digitale Verwaltungen mitgedacht werden. Das ist eine riesengroße Aufgabe. Und die Knoten zu lösen, die da alle gemacht wurden, das ist eine Riesenaufgabe. Und Sie können sich sicher sein, wir nehmen uns dieser Aufgabe an. Es ist Zeit für einen Paradigmenwechsel, für einen Kulturwechsel. Und ich lade alle dazu ein, da auch mitzumachen, weil die Aufgabe so groß ist. Und es ist ganz klar, das Ermöglichen muss wieder vor dem Verhindern stehen. Geht nicht, dafür habe ich kein Verständnis mehr. Warum alles nicht möglich war in der Vergangenheit, ist mir heute egal. Wir schauen ab heute in die Zukunft und verbessern die Situation. Das ist unser Ziel. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun Gitta Connemann das Wort.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, dieses Sprichwort ist alt, aber aktueller denn je. Zu sehen an zwei Großprojekten direkt vor den Toren Berlins. Auf der einen Seite das Planungsdesaster Willy Brandt Flughafen, Baukosten 7 statt 1 Milliarde Euro, Bauzeit 14 statt 5 Jahren. Auf der anderen Seite das Planungsvorbild mit der Gigafactory von Tesla, Team Ehrgeiz, Baukosten wie geplant, Bauzeit 2 Jahre. Das Zauberwort: vorläufiger Baubeginn. Ein Unternehmer, der konnte, eine Politik, die wollte. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Diese Ausnahme, die wir erlebt haben, muss aber zur Regel werden. Für alle Großprojekte in Deutschland, für Erneuerbare, ja, aber eben auch für Autobahnen, für Breitband, privat oder staatlich. Denn spätestens der Krieg in der Ukraine zeigt, Deutschland ist nur so stark wie seine eigene Infrastruktur. Aber Deutschland ist eben auch zu langsam, zu kompliziert, zu bürokratisch. Daran scheitern Investitionen und Projekte, ziehen sich hin wie unendliche Geschichten. Ich nenne nur Stichworte wie Stuttgart 21, Elbvertiefung Hamburg, Fehmarn-Belt-Querung, Friesenbrücke, Rheinbrücke Leverkusen. Die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Alle diese Projekte eint: das Planungsrecht begünstigt derzeit nicht schnelles Bauen, sondern erleichtert Blockaden und verteuert die Projekte. Und um Klagen abzuwehren, ist häufig der moderne Ablasshandel zurückgekehrt. Die Bevölkerung schüttelt inzwischen nur noch den Kopf. Sie verlieren den Glauben an die Lösungsfähigkeit der Politik. Denn wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Beispiel gefällig die A20. In Schleswig-Holstein seit 1960 geplant, Abschluss wahrscheinlich 2030. In Mecklenburg-Vorpommern in 7 Jahren umgesetzt. Möglich machte es das Investitionsmaßnahmengesetz von Helmut Kohl. Der Gesetzgeber trat an die Stelle der Planfeststellungsbehörde. Es geht also, wenn man will. Keine Frage, dieses Thema gab es schon zu Zeiten der GroKo. Aber es gab keine Einheit, weder hier im Bundestag noch mit dem Bundesrat. Nur in Zeiten des Krieges, von Versorgungslücken, Lieferengpässen, im Zeichen drohender Rezession und zu hoher Inflation können wir uns dies nicht mehr erlauben. Wir brauchen dieses Gemeinschaftsprojekt in diesem Haus, mit den Ländern, mit den Kommunen. Kollegin Konnemann, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Menge? Ja, natürlich, sehr gerne. Und Frau Konnemann, das haben Sie gerade aufgelistet, was ich mit den alten Geistern der Verkehrspolitik meinte. Sie haben haufenweise Autobahnprojekte aufgelistet, die nicht nur umweltpolitisch hart umstritten sind, sondern wo es auch noch ganz andere Probleme gibt, was den baulichen Untergrund betrifft. Halten Sie es wirklich in der jetzigen Situation für angemessen, was den Ressourcenverbrauch betrifft und auch was die Flächen, den Flächenverbrauch betrifft, was die Vernichtung von Mooren betrifft, in dieser Form diese Autobahnprojekte noch einzufordern? Ich habe im Wesentlichen unter anderem von einer Autobahnbrücke gesprochen, die dazu führt, dass ein Schwerlastverkehr seit mehr als 4 Jahren über Riesenumwege geführt werden muss, übrigens mit entsprechender Belastung der Umwelt durch CO2-Emissionen, der Staus vorprogrammiert, der ein gesamtes Verkehrsnetz überfordert. Und wollen Sie das wirklich gutheißen? Unsere Antwort lautet an dieser Stelle nein. Wir brauchen eine Beschleunigung, um auch solche Projekte schneller abschließen zu können. Zum Wohle nicht nur der Bevölkerung, sondern auch zum Wohle von Klima und Umwelt. Und nur weil es Ihnen nicht passt, können Sie das nicht ausblenden. Und deswegen unterstützen wir ja auch die Planungsbeschleunigung für LNGs. Aber gleichzeitig verschiebt die Ampel das Ziel für den Gigabit-Ausbau, bremst insoweit den Ausbau des Netzes aus. Aber wir brauchen die Planungsbeschleunigung für Leitungstrassen, für Bahntrassen, Schifffahrtswegen und eben die Autobahnen. Wir haben dazu Vorschläge gemacht. Sie machen sich hierüber lustig. Aber wenn wir es gemeinsam schaffen wollen, brauchen wir eben
Planungsverfahren, die wir per Gesetz durchführen können, Maßnahmengesetze, die Aussetzung der Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung für manche Großprojekte. Damit werden übrigens nicht Umweltschutzbelange ausgesetzt. Sie werden berücksichtigt, aber die Verfahren werden nicht endgültig unendlich verzögert. Und wir brauchen gesetzliche Stichtagsregelungen mit Standardfristen für Einsprüche. Wenn eine Behörde nicht reagiert, muss man also nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten. Und die Salamitaktik bei Einwänden in Planungsverfahren muss beendet werden. Das geht durch entsprechend die Wiedereinführung der materiellen Präklusion. Es gibt viele Vorschläge, die wir gemacht haben. Dem Grunde nach geht es aber um eine Kernfrage, nämlich die Frage, ob wir bereit sind, gemeinsam einen Mentalitätswechsel durchzuführen. Und das ist der Mentalitätswechsel zu sagen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wir als CDU-CSU-Bundestagsfraktion wollen diesen Weg gehen. Vielen Dank. Der Kollege Johannes Schätzel hat nun für die SPD das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich muss ganz kurz ein paar Sachen klarstellen, die die Vorrednerin hier erwähnt hat. Die Ampel hat nicht beschlossen, den Gigabit-Ausbau zu verschieben. Da können Sie sich relativ sicher sein. Ich würde Ihre Worte noch einmal aufgreifen, und Sie können sich sicher sein, wir haben den Willen und wir werden auch den richtigen Weg finden. An dieser Stelle muss ich aber sagen, dass der Weg Ihres Antrags heute noch nicht ausgereift ist. Der Kollege Mansouri ist auf viele Punkte dieses Antrags eingegangen. Ich möchte mir einen kleinen Bereich noch einmal herausgreifen. Sie schreiben in Ihrem Antrag, Sie wollen die Digitalisierung in allen Lebensbereichen. Und das wollen Sie erreichen mit mehr Tempo bei Planungs- und Genehmigungsverfahren. Und liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, in dieser Kausalkette gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wir erinnern uns, Sie wollen Digitalisierung in allen Lebensbereichen, dann greifen Sie drei konkrete Maßnahmen auf. Sie wollen digitale Einreichung von Planungsunterlagen, Sie wollen eine Digitalisierung im Bauwesen und Sie wollen die Digitalisierung von Akten und Urkunden. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich weiß nicht, wie viele Lebensbereiche Sie kennen mit Akten, Urkunden und dem Bauwesen, ist es im Regelfall nicht getan. Sie vergessen an dieser Stelle wesentliche Zusammenhänge. Und ich habe Ihren Antrag etliche Male gelesen. Ich habe kein einziges Mal das Wort Breitbandausbau gefunden. Sie schreiben nichts zu Planungs- und Genehmigungsverfahren, um den Breitbandausbau zu beschleunigen. Und wir können tatsächlich, und das können wir gerne machen, weil es wichtig und richtig ist, über die Digitalisierung im Bauwesen sprechen. Ich stelle mir nur die Frage, wie Unternehmen, wie Bürgerinnen und Bürger und wie unsere Verwaltung mit einem immer größeren Datenaufkommen zurechtkommen soll, wenn wir nicht die notwendigen Datenverbindungen dafür schaffen. Sie vergessen diese kompletten Zusammenhänge, aber das ist an dieser Stelle tatsächlich auch okay. Wir vergessen sie nämlich nicht. Die Ampel wird Tempo machen beim Breitbandausbau, die Ampel wird Tempo machen beim Bau von Mobilfunkeinrichtungen und die Ampel wird Tempo machen bei Planungs- und Genehmigungsverfahren. Darauf hat sich diese Fortschrittskoalition verständigt und Olaf Scholz hat es versprochen. Als der Kanzler am 15.12. von einem umfangreichen Paket im ersten Jahr gesprochen hat, hat der Kanzler vor etwa einem halben Jahr die Digitalisierung mitgedacht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie von der Union 6 Monate später leider nicht. Wir lehnen den Antrag an dieser Stelle ab. Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Jürgen Erkan aus der SPD-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. In meiner ersten Bundestagsrede vor ziemlich genau 2 Monaten habe ich zu diesem Thema Planungsbeschleunigung und Genehmigungsbeschleunigung schon gesprochen. Die CDU/CSU bittet mir heute in ihrem Antrag also freundlicherweise noch mal die Gelegenheit, auf die in dieser Zeit schon erfolgten Fortschritte einzugehen. Der vorliegende Antrag betont die Wichtigkeit erneuerbarer Energien und der Klimaneutralität.
Das ist natürlich völlig richtig, wobei es mich irritiert, dass die CDU und CSU diese Themen erst jetzt für sich entdeckt hat. Den Regierungsparteien ist die Wichtigkeit da schon länger bekannt, weshalb wir zum Beispiel das Osterpaket so schnell auf den Weg gebracht haben. Mit diesem setzen wir etliche energiepolitische Inhalte des Koalitionsvertrages zügig um. Unter anderem gehen wir den beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien an. Das Bundesbedarfsplangesetz oder das Energiewirtschaftsgesetz wird angegangen, um nur ein paar zu nennen. Wir verringern in zahlreichen Bereichen bürokratische Hürden, verschlanken erforderliche Verfahren. Sprich, diese Koalition bringt Tempo in die Planungs- und Genehmigungsverfahren. Aber wenn Sie tatsächlich uns unterstützen wollen, dann wirken Sie doch bitte auf Ihre Kolleginnen und Kollegen der CDU und CSU in der Europäischen Union ein. Denn dort wird gerade in der EU-Kommission das Thema Planungsbeschleunigung ausgebremst. Da können Sie tatsächlich unterstützen. Als weiteren Punkt betont der Antrag die Relevanz intakter und moderner Verkehrswege und fordert eine verstärkte Digitalisierung. Auch das ist völlig korrekt. Die Ampel konzentriert sich auf die Sanierung und Instandsetzung bestehender Verkehrswege und da, wo nötig, den Ausbau notwendiger Straßen. Standardisierte Verfahren sind ebenfalls geplant, beispielsweise beim Bau von Brücken. Und auch der Einsatz von Building Information Modeling sowie eine frühzeitige Bürgerbeteiligung sind selbstverständlich vorgesehen. In Lüdenscheid an der Baustelle Rammelsdahlbrücke gibt es zum Beispiel einen Bürgerbeauftragten als Schnittstelle zur Bevölkerung. Wirtschaft und Politik ist direkt angebunden an das Bundesministerium, an die Staatssekretäre. Wir verabschieden also nicht nur Papiere, sondern wir setzen auch die Inhalte um. Für den Herbst sind, wie Sie alle wissen, weitere Maßnahmenpakete geplant, um die Planung, Verfahren, Genehmigungen in zusätzlichen Bereichen zu beschleunigen. Liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, CSU, wenn ich mir Ihren Antrag so durchlese, habe ich den Eindruck, dass Sie in den letzten Wochen vielleicht ein bisschen im Urlaub waren. Sie fordern hier Dinge, die die Ampel längst beschlossen und teilweise sogar schon umgesetzt hat. Lesen Sie doch zum Beispiel beim Neun-Punkte-Plan des Bundesverkehrsministeriums oder dem sogenannten Osterpaket nach. Dann werden Sie feststellen, dass Ihr Antrag überflüssig ist und ganz offensichtlich auf Ihre Versäumnisse der letzten 16 Jahre hinweist. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktionen der CDU/CSU auf Drucksache 1854 mit dem Titel Planungs- und Genehmigungsverfahren weiter beschleunigen für Wohlstand, Versorgungssicherheit und ökologischen Mehrwert. Wer stimmt für diesen Antrag? Die CDU/CSU-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die Koalitionsfraktionen, die AfD-Fraktion und die Fraktion Die Linke. Wer enthält sich? Niemand. Der Antrag ist damit abgelehnt. Ich rufe auf die Tagesordnung.